So Leute, heute gibt es mal wieder eine neue Technikübung und zwar erkläre ich euch heute die Übung Wasserballkraul. Das ist eine Übung allgemein fürs Kraulschwimmen, die sehr anspruchsvoll ist und zwar behalte ich einfach meinen Kopf über Wasser bei der Übung und jetzt kommt es auf verschiedene Sachen drauf an, die ich beachten muss. Zum einen muss ich durch den Kopf, den ich oben lasse, kann ich natürlich meinen Eintauchpunkt des Armzugs beobachten. Das heißt, ich schaue, dass ich natürlich vorne eintauche, nicht zu weit außen, nicht zu weit innen. Dann muss ich natürlich immer schauen, dass ich diagonal bleibe. Ja, sonst kann ich meine Wasserlage durch den Kopf über Wasser nicht aufrecht erhalten. Ich muss schauen, dass ich mit einem hohen Ellenbogen schwimme und auch, dass meine Schulter immer oben bleibt, auch während des Armzugs. Die darf nie absinken, sonst habe ich einfach zu viel Wasserwiderstand. Das Ganze muss man natürlich jetzt erstmal halten können mit einer extremen Körperspannung und mit einem intensiven Beinschlag. Und wie das Ganze jetzt gleich aussieht, zeige ich euch einfach mal. Ich ziehe mir jetzt noch Fingerpedals an, einfach, dass ich meinen Eintauchpunkt besser fühlen kann und die Druckphase noch ein bisschen mehr ansteuern kann. Wenn ihr vielleicht eher Anfänger seid, dann zieht euch auch noch lange Flossen an. Dann habt ihr natürlich extrem viel mehr Vortrieb aus dem Beinschlag und könnt so eure Wasserlage erstmal verbessern. So, ihr habt es gerade gesehen, also wie gesagt, extrem anspruchsvolle Übung, schaut wirklich Kopf gerade, sucht euch am besten irgendwie einen Fixpunkt an der anderen Seite, lasst ihn nicht aus den Augen und dann lasst ihr einfach den Armzug laufen, Schulter oben lassen, nicht irgendwie schräg ins Wasser reinfallen, sondern immer schön diagonal, lange Züge, intensiver, pausenloser Beinschlag und bei der Übung müsst ihr auch jetzt ein bisschen schauen, dass ihr eben euren Bauch durchdrückt, eben dass der Beinschlag nach oben kommt. Also nicht irgendwie Angst haben, ja, wenn ich jetzt ein bisschen im Hohlkreuz bin, da könnte irgendwas sein, sondern bei der Übung ist es sogar gewollt, eben, dass man einen optimalen Armzug und einen optimalen Beinschlag machen kann. Probiert es aus. Ich baue die Übung regelmäßig in mein Training ein, gerade auch für Sprinter eine richtig wichtige Technikübung, eben um einen langen, kräftigen Armzug zu erreichen. Macht's gut, bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.